Meine Filmaufträge führen mich zurzeit in Deutschland, in Baden-Württemberg, durch das Donautal. Das Donautal ist eines der beliebtesten Wandergebiete der Württemberger. Tausende, naja, fast Millionen kommen immer wieder ins Donautal. Durch das Donautal fließt auch die Donau. Früher, als die Erde entstand, war die Donau damals 8 Kilometer breit und Dinosaurier sind drin rumgeschwommen. Heute ist es anders. Heute paddeln die Kanufahrer auf der Donau. Nach Leitz, wieder zurück nach Tiergarten oder nach Gutenberg. Auch viele Burgen gibt es im Donautal. Burg Wildenstein, jetzt ausgebaut zu einer Jugendherberge. Ein toller Treffpunkt für die Jugend, ein Erlebnis. Ich habe mir die Donautal-Durchwanderung nicht zu Fuß vorgenommen, sondern mit einem gemieteten Wohnmobil. Und so kann ich alle 5, alle 8 Kilometer oder alle 10 Kilometer irgendwo an der Donau stehen und genießen. Genießen, jawohl, denn die letzten 3 Wochen hat es der Wettergott gut mit uns gemeint. Trotz der Coronavirenzeit sind wir in Baden-Württemberg mit den Ausgangsmöglichkeiten noch ganz gut dran. In Bayern sind sie mehr eingeschlossen und wir hier in Baden-Württemberg können genießen. Jeder Tag mit knapp 24 Grad ein Genuss. Die Dienstreisen oder die Arbeit, die vergisst man in dem Moment. Mit dem Wohnmobil durchs Donautal war schon lang einmal ein Wunsch von mir. Ich habe es mir jetzt einfach mal geleistet. Ich sülze euch jetzt nicht länger voll, denn ich schaue jetzt schon links und rechts zu einem Abstellplatz und werde dann genießen, den Vögeln zuhören und toll vespern. Alles, was eben zum Camping und zu einem Wohnmobil dazugehört. Entspannen, entkernen.